Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Saro Vlogt. Es war Börse in Montabaur und ich habe Unmengen an Leuten getroffen. Ja, Wahnsinn, was da los war dieses Wochenende. Irre, irre, irre. Das Video hier seht ihr leider erst ein paar Tage nach der Börse. Ich habe schlicht und ergreifend keine Zeit, irgendwas zu schneiden. Aber egal, Hauptsache ihr kriegt überhaupt ein Video. Ich habe mir für die Börse so einiges vorgenommen gehabt. Unter anderem ein kleines Börsenformat, was ihr gleich zu sehen bekommt. Und habe natürlich auch ein bisschen was eingekauft, habe auch verkauft. Hinter mir seht ihr meine Neuzugänge, aber bisher noch nicht. Die kommen nachher erst. Ja, ich habe wie gesagt Unmengen an Menschen getroffen. Es war die 9. Videospiel- und Konsolenbörse in Montabaur. Nächstes Jahr im April ist die Jubiläumsbörse. Und da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen, was könnten wir da so Besonderes machen? Aber ich habe mit dem Veranstalter, mit dem guten Roman geredet und er hat gemeint, hier, wir sind an der absoluten Kapazitätsgrenze. Roman hatte 60 Meter Tisch. Oder ich glaube, ihr wisst, was ich meine. 60 Meter Tische. Und die waren restlos ausverkauft. Die waren restlos vergeben. Er hat einen Monat vor der Börse schon keinen einzigen Tisch mehr frei gehabt. Die Leute sind mit extra Tischen im Auto angereist, nur um sich irgendwo noch auf den Hof zu stellen oder dazwischen rein. Was da los war, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der absolute Wahnsinn. Da war ein Händler, der hat gesagt, hier, der Platz da, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich habe da noch ein Pavillon, der hat sich tatsächlich bei der Witterung draußen, bei 9 Grad, den halben Tag draußen in den Hof mit einem 3x6 Meter Pavillon gestellt. Irre. Irre. Absolut. Vom Besucherstrom will ich gar nicht erst reden. Ich meine, wer das hier so alles guckt und alle Fans so der üblichen YouTuber, die dann auch da waren, die wissen, was da los war. Aber Leute, ich sag euch eins, da waren auch Otto-Normal-Menschen mit ihren Kindern und so weiter und hast du nicht gesehen. Da war zwischenzeitlich so viel los, dass man sich kaum bewegen konnte. Lasst euch davon nicht abschrecken, das sind Stoßzeiten. Wenn ihr nicht unbedingt zu den Stoßzeiten kommt, sondern vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen nachmittags, dann ist das alles gar kein Problem. Die normalen Menschen, Nicht-Gamer, Nicht-Sammler, kommen halt eben dann so direkt nach dem Mittag. Wird erstmal zu Hause Mittag gegessen, ordentlich gemümmelt. Und dann wird halt mal kurz auf der Retro-Börse vorbeigeguckt und für den Filius ein DS-Spiel oder sowas gekauft. Ich fand's absolut super, geile Atmosphäre. Wer war denn alles da? Vorneweg der Ree, der Peter, der Retro Joe war da, der Gary war da, der Bürgermeister war da, der Retro Pixler war da, der Andy K. war da, Chrissy, Hose, Christoph, der Patrick, Michel, ach, eigentlich jeden, den er so da kennt. Ist es immer wieder so ein richtig tolles Happening und Come-Together aller Leute, die man so aus dem Retro-Bereich kennt oder die man so auf YouTube rumkrebsen sieht, hört, liest, wie auch immer. Absolut Bombe. Ja, wie eben schon gesagt, ich mir so ein kleines Format überlegt. Irgendwas muss man ja zur Börse machen, ne? So ein bisschen. Einmal habe ich schon Leute interviewt, einmal habe ich einen Livestream gemacht und dieses Mal habe ich mir überlegt, schickst du die Leute mal auf so eine kleine Quest. Nennen wir es Börsenquest. Ich hoffe, Vanessa und Bernhard verzeihen mir das mal ganz kurz. Die waren übrigens auch da. Das Collector Cup, wie konnte ich die jetzt vergessen? Die haben sogar mit mir den Stand geteilt. Also Grüße gehen auch an euch raus. Ja, nennen wir es einfach mal Börsenquest oder Critically Acclaimed Game. Zungenbrecher, lassen wir lieber bleiben. Und zwar habe ich mir, ich glaube, es waren 7 Leute jetzt zum Schluss rausgesucht. Alles YouTuber, aus gutem Grund. Wollte natürlich eigentlich keine Normalgäste, also Leute ohne YouTube, sage ich jetzt mal, ausschließen. Aber es hat einen guten Grund, warum ich das getan habe. Und zwar habe ich die Jungs auf eine Quest geschickt, dass für im Rahmen bis 5 Euro am besten auf Metacritic bewertetes Spiel zu finden. So, das ist aber noch nicht alles gewesen. Wir sind dann nämlich hingegangen, haben die Metacritic und den User Score genommen. User Score ist ja dann normalerweise im Bereich von 1 bis 10 und die Metacritic ist so prozentual natürlich von 0 bis 100. Gut, die 8,8 User Score zum Beispiel haben wir dann einfach auf 88% umgemünzt. Haben wir die Quersumme genommen oder eher gesagt den Mittelwert genommen und wir hatten unseren All-in-All Score. Wie die einzelnen Kerze sich angestellt haben, ein bisschen Footage habe ich bekommen von dem einen oder anderen. Werde ich euch jetzt gleich einblenden und direkt im Anschluss die Auswertung, aber ohne zu wissen, wer da was ausgesucht hat. Also, wir sehen uns gleich wieder.
Leute, wir haben jetzt eine Challenge hier bekommen vom Saro. Und zwar ist es so, wir sollen innerhalb von einer halben Stunde das bestbewerteste Spiel finden. Egal für welches System, egal ob Retro oder Current Gen. Hauptsache ist, die Bewertung ist hoch. Und ich probiere jetzt mal mein Glück. Und zwar habe ich hier gefunden. Ja. Halo für die Classic Xbox und ich denke mal, dass ich damit ungefähr bei 89-91% Wertung liegen müsste. Und ich probiere einfach mein Glück und ich kaufe das jetzt. Hui hier. Ihr wollt wissen, was ich mir ausgesucht habe für 5 Euro? Das da. Oder das da. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich weiß, ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Sucuk. So, hier, Challenge, erster Versuch, jetzt renn da weg, lass einfach laufen. So, jetzt Meister. Bezahlen wir eben 5 Euro. 5 Euro? Ja. Und damit habe ich die Challenge auch schon gewonnen. Jetzt kannst du hier noch live. Mach das nur für die Challenge. Das ist sehr anständig von dir. Den Rest gibt's nachher, wenn du das aussiehst. Du musst einfach noch einen Muffin holen, wenn du willst. So, kommen wir mal zu meiner Challenge. Ich habe da tatsächlich beim lieben Collector-Couple, sag mal hallo Vanessa. Hallo Vanessa, sag hallo Sascha. Hallo Sascha. Habe ich da eine Kleinigkeit gefunden, also man braucht gar nicht weit schwenken, wie die anderen das so gemacht haben. Guck mal, was da liegt. Und ich habe das mit dem Werner schon abgemacht. Der wusste natürlich nicht, was das für eine Metacritic hat. Ja, wir dürfen ja nicht vom eigenen Stand. Oh, doch, richtig rum? Falsch rum, richtig rum. Ja, macht ihr mir dann 5er? Ja, klar. Ja, geil. Der Herr Bauer, der Sascha, der Saroba, hat eine Challenge mit das beste auf Metacritic bewertete Spiel zu finden für 5 Euro oder weniger ohne Hilfe. Deswegen bleibt mein Handy hier. Nimm das Handy, damit ich kein Handy dabei habe. Und jetzt gehe ich auf die Suche nach einem Spiel, das gut bewertet ist, weniger als 5 kostet und ich hier finden kann. Gary! Der Mann. Ree! Ree ist nicht da. Ich glaube, das ist gut. Ree! GTA 4! 5? 5 Euro Challenge! 4? 7? 5? Ich versuch's mit dem. Jetzt war die Auswertung dann gemacht, aber wer hat denn nun gewonnen? Und vor allem, was hat's denn mit diesem Gewonnen überhaupt auf sich? Ich habe gesagt, Jungs, seid ihr bereit, 5 Euro zu sponsern? Waren sie alle. Der Gewinner, der wirkliche Übergewinner von uns allen, kriegt den kompletten Stack Games, darf sich eins raussuchen und der Rest wird auf seinem Kanal verlost. Genau aus diesem Grund habe ich mir YouTuber zurechtgesucht, in Anführungszeichen. So, und wer das Ganze, oder gesagt, wer das Rennen jetzt gemacht hat, seht ihr jetzt. So, wir haben hier so einen kleinen Stapel, hier die ganzen Nasen, die mitgemacht haben. Ein kurzer Schwenk da drauf. Alles Verbrecher, nein, natürlich nicht. Alles gute Freunde. Die Auswertung an sich habt ihr ja eben gesehen, ihr wisst aber immer noch nicht, wer dahinter steckt. Und leider hatten wir ja einen Zonk. Der Zonk ging leider an Florian, trotz Hinweis, dass er nach Möglichkeit nicht vor die 5. Konsolengeneration rutschen sollte. Herr Bürgermeister, der müsste es echt besser wissen hier. So, ich verteile die Dinge jetzt erstmal. Ihr müsst es nochmal dem nachher alles dem Gewinner geben. Wir hätten hier einen Max Payne 3 mit 82,5. Wer hat das verbrochen? 82,5. Max Payne 3! Gut gemeint! Dann hätten wir einen GTA 4 für die PS3. Das war der Bernhard. Wie viele Punkte? Darf ich aber hinzufügen? 98 Punkte Metacritic höchster Wert. War ein scheiß Überscore. Ja, scheiß Überscore. Das war das, was tricky da dran war. Dann hätten wir einen Kingdom Hearts 2. Ja. 89, der Retro-Pixel. Ja, dann noch ein Halo für die Xbox. Das war Peter. Dankeschön. Ich hätte drauf gewettet. 0,97, ja? Ja. Bombenkritik, aber der User-Score war nicht so prall. Ne? Dann, ja, meine Wenigkeit hat Red Dead Redemption verbrochen mit 92. Das sehen wir gleich nochmal. Moment. So. Ja, dann hätten wir hier zwei Gewinner eigentlich. Ein Uncharted 2 und Red Dead Redemption mit
also in der Game of the Year, für die Xbox 360. Beide 92,5, aber ich habe mir da was sagen lassen. Also ich verteile mal. Ich habe gehört, du hast geschummelt. Ja, ich habe aus Versehen mir das vom Peter verkaufen lassen und er hat gesagt, mit dem Spiel gewinnst du. Hätte er das nicht gesagt, ne? Damit bin ich ausgeschieden und der liebe Kollege hier hat gewonnen. Der ganze Packen geht von Joe auf ihn. Und er hat die Versandkosten. Das ist okay. 6,99. Okay. Und Joe darf sich jetzt eins der Games selbst aussuchen und der Rest wird bei ihm auf dem Kanal verlost. Yes. Also der wird dann da oben. Kann ich auch gleich schon sagen, wer zuerst vorbeikommt und sich das abholt, kann es haben. Ich werde der Redemption behalten, denn das habe ich nicht. Ich habe keine PlayStation 2, ich habe keine Xbox und den Rest hier habe ich für PS4. Von daher ist das hier meins. Und das kriegt einer von euch. Ja, also schauen wir beim Joe vorbei. Das ist ein Applaus wert, oder? Mit dem Gewinnspiel lohnt sich auf jeden Fall. Ja, jetzt gibt's da nichts. Ich sag da auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Cool. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal ans Kamerakind Florian. Du sollst natürlich auch mal erwähnt sein. Und ja, Moment, so rum. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann da. Ich glaube, wir machen auch demnächst mal so das ein oder andere. Ja, Ende des Jahres, zusammen. Wir zwei unsere Top 5 Games des Jahres. Habe ich das jetzt gespoilert? Ja, voll. Scheiße. Egal, machen wir trotzdem. Wir haben uns immer nicht geprügelt, auf wessen Kanal das veröffentlicht wird. Aber ihr werdet das mitkriegen. Vielleicht machen wir es ja zweiter. Um Himmels Willen. Was? Das könnten wir tun. Was? Wir können eine Kollabo starten. Nein. Eigentlich können wir uns doch gar nicht leiden. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Florian und herzlichen Glückwunsch an den Retro-Joe und nochmal Hut ab an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Auch nochmal Hut ab an Reed, der sehr ehrlich war. Das Ganze an den Joe dann abzugeben. So wirklich geschummelt war es ja nicht. Es war ein bisschen inszeniert, wie, falls ihr das gesehen habt. War schon okay so. Es freut mich sehr, dass der Joe das Ganze gewonnen hat, weil ja, im Endeffekt von uns allen, die da mitgemacht haben, ist er so derjenige mit den, ich glaube, niedrigsten Abonnentenzahl. Dementsprechend kann er den Push, glaube ich, relativ gut gebrauchen. Schaut mal beim Joe vorbei. Ist ein netter Dude, macht schöne Reviews, macht schöne Pickups und wohnt tatsächlich gerade bei mir um die Ecke. Also könnte es passieren oder wird es sehr gut passieren können, dass ihr demnächst mal eine kleine Kollabo zwischen uns beiden seht. So. Ich habe jetzt definitiv genug gelabert. Zwischendrin werde ich euch immer mal so ein bisschen Footage von der Börse einblenden, sofern ich es habe. So ein paar Videos oder Bilder oder sonstiges habt ihr ja schon gesehen. Kommen wir einfach mal zu meinen Neuzugängen. Und die liegen hier hinten. So, ich habe auf der Börse eigentlich gar nicht so extrem viel Zeug gekauft, aber es ist einfach mal immer mehr geworden. Womit lege ich denn los? Ja, machen wir einfach mal hier. So, legen wir einfach mal damit los. Und zwar mit zwei PSP-Games, die ich tatsächlich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Da kam der gute Patrick um der Ecke und sagte, hier du, wir hatten da noch was offen. Ja. Yeah. Er hat PSP komplett aufgelöst, also seine komplette PSP-Sammlung. Und da habe ich gesagt, ah komm, leg mir die zwei raus. Und er hat sie mir tatsächlich für 3 Euro das Stück verkauft. Einmal Burnout Legends und Fat Princess Fistful of Cake, sogar noch sealed. Das wird nicht sealed bleiben. Ich hatte leider nur diese Essentials-Version. Dementsprechend habe ich die damals rausgeschmissen. Jetzt habe ich die, ich nenne es einfach mal First Print oder Black Label oder wie auch immer. Und finde das ziemlich geil. Das ist ein richtig, richtig lustiges Spiel. Also guckt da mal rein. Das ist auch nicht wirklich teuer. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp meiner Meinung nach. Macht auf jeden Fall sehr, sehr Laune und Burnout geht immer. Und beide zusammen für 6 Euro. Da habe ich nicht mehr weiter großartig gehandelt. Habe gesagt, komm, bring mit. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kriegst du die Kohle von mir. Wir haben uns auf der Börse das erste Mal wieder gesehen und er hat sie mir in die Hand gedrückt. Ich nehme natürlich dann die Kohle. So, dann machen wir mal weiter mit, ich glaube, mit dem guten Joe. Genau. Wir machen mit dem guten Joe weiter. Und zwar habt ihr bestimmt gesehen. Nein, falls ihr noch nicht beim Joe wart, guckt mal vorbei. Er hat so eine kleine Inszenierung gemacht, wie wir unter uns so gehandelt haben. Und ich habe den Stack hier vom Joe bekommen und Joe hat eine relativ große Menge an Krempel von mir zurückbekommen. Ja, er hatte vor kurzem einen kleinen Lot, ich lege einfach mal hiermit los, einen
kleinen Lot Super Nintendo Spiele und hat dann von dem Mann, der mir die abgekauft hat, einfach so ein paar Giveaways drauf bekommen. Das sind alles Fanmade Sachen, also Repros im erweiterten Sinne. Es sind Fanspiele im Endeffekt, die auf Module gebracht wurden. Und Joe meinte hier, ich kann damit nichts anfangen. Hast du da Verwendung für? Hast du da Interesse dran? Klar, was willst du dafür haben? Und da sagte er, ja, was hast du denn zu tauschen? Und er hat mir jetzt diese 5 Games für ein Alicia Dragoon für den Mega Drive vertauscht, sage ich jetzt einfach mal. Und das fand ich äußerst fair. Also wenn man bedenkt, dass normalerweise diese Repros oder diese Fanmade-Sachen allein in der Produktion so zwischen 15 und 25 Euro das Stück kosten. Also ich kann mich da jetzt auch vertun, aber ich habe mal eine nur Solo-Platine für, ich glaube, 20 Euro waren es damals, gekauft, ohne Opfermodul, ohne alles drum und dran. Also da steckt meistens schon relativ viel Arbeit drin. Die Dinge sind auch sauschwer. Ich labe viel zu viel. Da war drin ein Legend. Das ist, glaube ich, tatsächlich sogar ein Repro. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Das muss ich mal mit meinem quer kontrollieren, weil dann wird die einfach irgendjemandem geschenkt. Dann hätten wir hier ein Cyber Knight. Pocket Monster. Ich weiß nicht, ob ihr das ordentlich sehen könnt. Ja, da ist ein Pikachu drauf. Ich glaube, es ist ein Jump'n'Run im Pokémon-Stil. Dann The King of Fighters 2000. Das ist so ein Mash-up aus zwei verschiedenen, glaube ich. Also ich glaube, das ist so Capcom versus King of Fighters oder sonst irgendwas. Also eine ganz verquere Mischung. Dann noch ein Pokémon-Spiel, Gold-Version und Silber-Version. Da habe ich am Anfang gedacht, das könnte unter Umständen vom Game Boy Color, also ne, die Game Boy Color-Version, beide zusammen auf einem Modul. Ist es aber nicht. Das ist auch ein Jump'n'Run im Pokémon-Design oder im Pokémon-Universum, sagen wir es mal. Ja. Die 5 Stück. So, mancher wird sagen, hey, was willst du mit dem Crap? Ich sage, hey, es sind kleine Kuriositäten und so Fanmade-Sachen kommen halt eben auch nicht immer dran. Und vor allem auch nicht unbedingt immer dazu, die ganzen Sachen auf einer Originalkonsole zu spielen, weil da laufen die alle. Ja. Dann hat man noch einen Deal laufen, und zwar hat er ein loses Castlevania Chronicles für die PS1 bekommen, was ich schon ein paar Mal rumgeschleppt habe und das wollte keiner haben. Joe hat gesagt, weißt du was, mir ist das eigentlich ziemlich egal, ob das komplett ist, lass uns tauschen. Ich hätte das gerne. Und da sag ich, was hast du? Und da sagt er, ja, hier. Das war das Interessanteste, was er so dabei hat. Und er sagte, ach komm, lass uns einen 1:1-Tausch machen. Secret of Mana für die PS4 gegen ein Castlevania Legends Chronicles, glaube ich, für die PS1. Hiermit kann ich mehr anfangen wie mit dem Castlevania. Wir beide waren happy. Und ja, schöner Deal. Und ich weiß es nicht mehr, Joe. Hilf mir auf die Sprünge im Kommentar. Ich habe das hier Pokémon Ultramond gegen irgendwas anderes aus meiner Tauschkiste mit ihm getauscht und fand das so in Ordnung. So, das war Joe. Dann kam der gute Peter. Peter mache ich gleich. Dann kam ein wiederkehrender Kunde. Ich habe leider deinen Namen schon wieder vergessen. Fühl dich gegrüßt an der Stelle. Ein bärtiger Mann kam mit einer großen Toys R Us-Tüte, sagte, guck mal, ob du was hier brauchen kannst. Ich guckte rein, habe was gefunden. Er hat bei mir leider nichts gefunden, aber er hat mir einen sehr, sehr fairen Preis gemacht. Ich habe mir Big Buck Hunter Arcade aus seiner Tüte da rausgezogen. Ist jetzt kein Titel, den ich schon mal irgendwo auf dem Flohmarkt oder sowas hätte rumkrebsen sehen. Und da dachte ich mir, ach, weißt du was, guckst du einfach mal rein. Weil ich glaube, er wollte dann letzten Endes 6 Euro von mir haben und das war es mir wert. Fand ich in Ordnung. Ja, also Grüße an der Stelle, unbekannterweise. Falls du das hier siehst, schreib mir doch mal unten deinen Namen rein oder sag einfach mal Hallo. Fühl dich gegrüßt. Dann kommen wir hierzu. Und zwar habe ich mir noch ein Super Nintendo-Spiel gegönnt. Ja, wie der eine oder andere weiß, habe ich hier so ein Amiga 500 rumliegen gehabt. Ja? Eine Neverending Story im Bereich Amiga 500. Ich habe das Ding nicht zum Laufen gebracht. Erst war der Netzteil kaputt, dann war das Laufwerk kaputt. Dann habe ich kein Bild an den Fernseher bekommen und dann hatte ich die Schnauze voll. Verständlicherweise, glaube ich. Ja, ich habe mit dem Thema Amiga 500 leider Gottes abgeschlossen, auch wenn ich es gerne gespielt und auch probiert hätte. Aber Amiga 500 und ich sind keine Freunde geworden. Und so bin ich zum guten Wolfsoft aus Neuwied
und habe gesagt, hier du, ich habe da noch einen Amiga 500. Ich weiß nicht, was damit ist. Er tut was, aber er tut nicht das, was ich möchte. Und da sagte er, jo, was stellst du dir vor? Da habe ich gesagt, hier komm, da ist noch ein Riesenschwung Disketten mit drin. Da waren noch zwei Originalspiele, also in Boxen, aber die Boxen waren, ja, egal. Ich sag, hier komm, mach 3035. Da sagt er, okay, klingt vernünftig. Und dann sagt er, ja, dann such dir was raus. Und im Endeffekt haben wir es dann gegen, sieht man das, Incarnation für den Super Nintendo getauscht. Ja? Das Modul an sich ist jetzt nicht mehr in dem Mega-Zustand, aber das ist mir relativ egal. Ich wollte es einfach in der Sammlung haben, das sollen richtig, richtig schöne Titel von Titus sein. Und ist tatsächlich auch normalerweise gar nicht so günstig. In OVP reden wir aber besser nicht drüber. Ne? Also kann ich jetzt Incarnation von meiner Liste streichen und demnächst auch mal zocken. Sehr, sehr schön. Jo. Und der... Moment. Der gute Tommy von Video Game Empire, bevor ich zu Peter dann letzten Endes tatsächlich komme, hat mir noch so ein Drogenpäckchen mitgebracht. Und zwar habe ich von ihm mal wieder Schutzhüllen bekommen und ich habe jetzt endlich geschafft, alle meine Super Nintendo Module alle zu verpacken, überall einen schönen Rücken zu machen. Die sehen jetzt wirklich bombig aus da drüben im Regal. Dazu kommen wir auch bei Gelegenheit mal. Also an der Stelle nochmal, geht auf Video Game Empire. Es gibt so gut wie keine bessere Alternative, um eure Module, eure OVPs oder sonstiges zu verpacken. Guckt mal rein, faire Preise auf der Börse, meistens dann sogar noch fairere Preise, weil keine Versandkosten und dann sind die Preise noch ein kleines bisschen, ne? Dann kann man noch so ein bisschen drücken. Ja, und Tommy war so frei und hat mir dann wirklich noch zu meinem 60-Stücke-Stapel, den ich da mitgenommen habe, nochmal ein paar oben drauf geschmissen und hat gesagt, gib mir 60 Euro und dann ist gut. Hab ich gemacht, bin happy, immer wieder gerne. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich endlich zu Peter. Peter hat mir eine Kleinigkeit geschenkt, und zwar den Film Interstellar. Sehr, sehr cool. Dankeschön, Peter. Er ist ganz zum Schluss rumgelaufen und wollte seinen Krempel, glaube ich, einfach nur noch loswerden. Hat gesagt, nimm dir und weg damit. Ja, recht hat er. Hätte ich das gemacht, hätten sie mir, glaube ich, die Bude eingerannt. Ich habe nämlich immer noch 4 Umzugskartons hier rumstehen. Aber viel, viel wichtiger. Ich habe mit Peter vor der Börse schon einen kleinen Deal gehabt. Und daraus resultierten 2 Games, die ihr mit Sicherheit schon da hinten habt liegen sehen. Ich zeige es euch einfach mal. Und zwar habe ich von Peter bekommen Shadow of the Colossus für die PS4 und ein OVP Batman Returns. So, OVP, kein Bombenzustand, brauche ich aber auch gar nicht. Finde es einfach nur geil. Da ist so ein schöner Holo-Aufkleber, so ein Batman-Holo-Aufkleber noch oben drauf. Und ja, findet man jetzt auch nicht so alle Tage. Vor allem nicht für den Kurs, den der Peter mir gemacht hat, weil der war, das war ein Bro-Preis. Bro-Preis. Ja, ein Pro-Preis. Absolut genial. Vielen, vielen Dank, Peter, an der Stelle. Ich glaube, ich habe mich revanchiert. Er hat nur ein paar Kleinigkeiten von mir bekommen, aber es ist so ein Geben und Nehmen. Und also nochmal Hut ab. Vielen Dank, Peter. So, das abgesehen von den Repros hier tatsächlich das kleine Highlight meiner Börse. So, ich würde jetzt einfach sagen, guckt das nächste Mal rein. Wenn ihr seht, es ist Börse in Montabaur, guckt euch die anderen Videos von den Leuten an. Es ist eigentlich fast nahtlos jeder begeistert. Ja? Ich habe einige Leute kennengelernt. Das erste Mal den Florian Tode, den Back to the Past. Grüße an der Stelle auch nochmal zurück. Er hat mich im Video nämlich auch erwähnt. Super netter Dude. Es waren so die üblichen Verdächtigen da. Es ist immer wieder richtig toll mit euch. Also es gehen wirklich Grüße an alle raus. Auch die ich jetzt leider vergessen habe. Florian. Florian sei an der Stelle auch nochmal gegrüßt. Mein Kamerakind in Spee. Den habt ihr eben schon mal gesehen. Ja. Kommt vorbei. Trefft uns. Freut sich eigentlich immer jeder Fans oder einfach nur Leute, die ab und zu mal kommentieren. Ihr müsst ja nicht unbedingt Fans sein. Ist ja nicht jeder Fan der Zukunft. Quatsch. Ja, wir sehen uns hoffentlich im April auf der Börse in Montabaur. Bei mir hier auf dem Kanal ist jetzt momentan ein bisschen easy going. Ihr wisst, die Flohmarkt-Saison hat ihr Ende genommen. Es kommen keine Flohmärkte mehr. Also jetzt ist so offiziell mal für dieses Jahr, das Jahr 2018 oder das Flohmarktjahr 2018 ist offiziell begraben. Unter einem Grabstein, ganz, ganz tief.
Ich habe hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Dieses Wochenende, Freitag, oder diesen Freitag, nicht Wochenende, ist der Black Friday. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen zuschlagen. Und, aber ich vermute mal, dass jetzt die nächste Zeit hauptsächlich Current Gen kommt. Und wohl demnächst auch mal wieder ein First Play. Also dranbleiben. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.